Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Leider wieder einer kranken Woche. Ja, es hat sich irgendwie nicht so gesundheitlich ergeben, wie ich mir das vielleicht vor einer Woche noch erhofft hatte. Und dementsprechend heute auch wieder etwas uneuphorischer und ja, wahrscheinlich wieder mit mehr eingeblendeten Büchern als hochgehaltenen Büchern. Denn links geht leider nicht sehr viel. Ja, ich bin Montag ins Büro gegangen und habe Montagabend schon gemerkt, oh, das ist irgendwie noch nicht alles so richtig. Und ja, ab Dienstagmittag hatte ich dann sehr starke Kopfschmerzen. Es war wirklich sehr anstrengend, den Kopf hochzuhalten. Und hatte dann durch den ganzen Dienstag Kopfweh, bin mit Kopfweh ins Bett aufgestanden am Mittwoch und habe dann Mittwoch wirklich in der Arbeit gemerkt, dass ich eigentlich nur den Kopf irgendwo hinlegen möchte, in irgendeine entspannte Richtung. Und ja, 8 Stunden Büro waren leider für den Nackenschulterbereich definitiv zu viel. Und so bin ich Mittwoch Nachmittag nach der Arbeit zum Arzt geschickt worden von meiner Therapeutin, die eigentlich manuelle Therapie bei mir durchgeführt hat. Und die hat gesagt, ich brauche hier gar nicht anfangen. Das hat sich irgendwie wieder so verkeilt, so verspannt. Schau, dass du zum Arzt gehst. Und so war ich Mittwoch spätnachmittags noch beim Arzt, der mich dann auch wieder krankgeschrieben hat. Und so richtig gut geht es mir heute nicht. Man merkt einfach, dass alles verspannt ist, dass alles sich irgendwie schwer anfühlt, dass sich der Kopf schwer anfühlt und man am liebsten den Kopf wirklich einfach nur hinlegen möchte. Dennoch ist ja Bücher lesen und natürlich auch darüber reden schon etwas, was mir gut tut, das hoffe ich zumindest. Und ich werde mich heute vielleicht ein bisschen kürzer halten und werde gleich dann auch erst einen Moment warten, bis ich mich irgendwie zum Schneiden hinsetze. Ich schneide ja nicht sehr groß, von daher, ich muss dann ja nur die Bilder ein bisschen einfügen. Das geht dann schon. Ich denke mal, dass das Video jetzt dann auch ein bisschen später online kam als sonst. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe auch erst überlegt, dreht man überhaupt ein Video? Und ich habe Lust zu reden, auch wenn es mir nicht ganz so gut geht. Und ich denke, so können wir trotzdem ein bisschen was Schönes aus dem Tag machen, indem wir eben über Bücher reden. Denn der Mund funktioniert ja. Und man ist ja auch nicht ans Bett gefesselt mit einer Erkältung oder muss die Stimme schonen oder was auch immer. Ich gehe davon aus, dass ich morgen nochmal zum Arzt gehe. Ich glaube noch nicht, dass der Zustand so gut ist, dass ich auf Arbeit gehen kann die kommende Woche. Ich habe die Woche drauf einen Orthopädentermin und hoffe, dass der so ein bisschen eine Lösung des Rätsels bringt. Und ich denke mal, dass jetzt unter der Woche keine Videos kommen. Ich bin nicht dazu gekommen, noch irgendwas vorzudrehen oder sonstiges. Ich war noch ganz froh, dass das Buchreihenvideo vom Donnerstag, dass ich das Dienstag noch gedreht hatte. Aber das ist jetzt so. Aber ich denke, die Bücherwoche kriegen wir heute rum. Ja, es könnte ja so schön sein, ne? Es ist Frühling draußen und man kann natürlich ein bisschen entspannt auf dem Balkon sitzen. Ich versuche auch schön spazieren zu gehen, einfach um alles zu lockern, um nicht verspannt irgendwo zu sein. Aber ich merke links, es ist wirklich nicht so einfach. Und es schränkt halt auch unglaublich ein. Also man hat auch nachts irgendwie sehr unruhigen Schlaf und es fühlt sich irgendwie nicht gesund an. Und die Spritzen, die ich bekomme, also die knallen wirklich rein und ich gehe dann noch heim und schlafe erstmal 2 Stunden. Ich glaube, ich halte sonst nie Mittagsschlaf, aber ja, buchtechnisch lief es sehr gemischt in dieser Woche. Gestartet hat das Wochenende mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens in der Schmuckausgabe, die unglaublich schwer ist. Ich werde die also später nicht mehr hochhalten, aber dass ihr jetzt einmal seht. Ich habe sie zum Glück am Wochenende gelesen und glaube ich Dienstag auch beendet, als es meinem Nackenschulterbereich sozusagen noch irgendwie besser ging. Und das war auch ganz gut so, weil später hätte ich das schwere Buch, ich glaube, wir müssen es rechtsrum ablegen, dann auch nicht mehr hochhalten können. Parallel dazu habe ich als E-Book gelesen Wolfsküsse, mein Leben unter Wölfen von Ellie H. Radinger. Ein Buch, das mich irgendwie angesprochen hat, weil es um das Leben eben mit Wölfen ging.
und ich da sehr neugierig war, was uns die Autorin darüber berichten kann. Und dann haben wir in der Dan Simmons Gruppe Göttin des Todes gelesen. Und ja, so viel sei gesagt, ich habe es abgebrochen. Es ist wieder ein gerades Buch von Dan Simmons und die sind ja irgendwie nicht meine Freunde, dementsprechend ja, leider Abbruch. Und dann habe ich begonnen, als es ja, wirklich hier kaum auszuhalten war, jetzt einfach Hörbuch zu hören und habe, ja, ich glaube so knapp ja, 3/4 von Cain und Abel gehört aus der Cain-Serie, der erste Teil von Jeffrey Archer. Ich hatte mir den ja nach der Clifton-Saga von meinem Audible-Guthaben geholt. Und es ist ein Hörbuch, glaube ich, mit knapp 20 Stunden oder etwas über 19 und hat auch über 730 Seiten, glaube ich. Und ja, das geht recht gut hören, weil man kann sie einfach hinlegen und entspannen und kann dann wunderbar tagsüber und auch nachts eben, also wenn man ins Bett geht, eben wunderbar hören und man muss eben nicht irgendwie im Buch halten. Und da habe ich eben aufs Hörbuch zurückgegriffen, was zum Glück sehr gut klappt. Aber ich denke, wir starten einfach der Reihe nach so ein bisschen mit den Büchern. Ja, den Auftakt hat gemacht Harry Potter und die Kammer des Schreckens von J.K. Rowling. Ich glaube, zu Harry Potter muss man nicht sehr viel sagen. Ich habe mir ja für dieses Jahr vorgenommen, einen Reread der ganzen Reihe zu machen. Und es ist für jeden Monat eben vorgesehen, ein Buch zu lesen. Und im März haben wir begonnen mit dem ersten Teil, im April der zweite und im Mai der dritte und so weiter. Wir machen das ja zusammen in der Facebook-Gruppe, die unten in der Infobox auch verlinkt ist. Und ja, da ist freies Lesen angesagt. Das heißt, es gibt zwei Leseabschnitte. Ich versuche so pro Leseabschnitt um die 50 Seiten einzuteilen. Das mache ich anhand der echten Ausgaben, die hinten im Regal liegen und übertrage das dann auf meine Illustrierte. Manche machen das aufs Englische, andere dann aufs Hörbuch. Und so kann jeder lesen, wie er im Grunde das auch möchte und auch in seinem eigenen Tempo. Aber eben innerhalb dieses Leseabschnitts, ja, da teilen wir uns dann im Grunde auch aus, wie uns der gefallen hat, was uns gefallen hat. Und ja, was soll ich sagen, Harry Potter ist einfach ein Highlight, so auch der zweite Teil. Und ich finde wirklich, dass sich die illustrierten Ausgaben absolut lohnen. Das ist wirklich wunderschöne Bilder darin enthalten, die Momente, Szenen einfangen, die wirklich großartig sind. Und die ganze Geschichte macht einfach unglaublichen Spaß. Und man fiebert mit Harry, Ron und Hermine einfach mit. Und ich bin ein Riesenfan der Weasley-Zwillinge. Ich kann es nicht anders sagen. Und es ist Wahnsinn, was J.K. Rowling geschaffen hat, wie sie schreibt, wie sie Stimmungen aufbaut, wie sie bildhaft diese Welt uns Lesern näher bringt, wie sie ja Gefühle von Freundschaft und ja so übermittelt und natürlich auch so ein bisschen Angst, denn die Kammer des Schreckens ist schon ein bisschen düsterer, als es der Stein der Weisen ist und ja, dass das wirklich so rüberbringt und man dann in der Kammer des Schreckens irgendwo ist und ja, es ist großartig. Und das Besondere, was mir jetzt auch besonders am zweiten aufgefallen ist, ist eigentlich, wie lange diese Vorgeschichte geht, bis dann das Eigentliche passiert. Und wie toll sie uns das im Grunde erzählt und dahin bringt und dann diesen hohen Spannungsbogen auch hat. Und ja, das macht sie echt großartig. Also J.K. Rowling für mich wirklich in diesem Fall eine absolute Top-Autorin mit einer Reihe, die wirklich grandios ist. Und ich freue mich jetzt schon auf Mai und den dritten Teil, den ich ja auch noch in der Schmuckausgabe habe. Teil 4 überlege ich tatsächlich vielleicht mal in Englisch zu lesen, habe ich auch hier. Teil 5 ist ja der dickste, den würde ich vielleicht gerne hören. Da möchte ich mal gucken, ja, ob das vielleicht eine Alternative ist. Und da freue ich mich drauf, um einfach so den Lesegenuss in unterschiedlichsten Varianten dann auch zu genießen. Und ja, was soll ich mehr sagen? Ich glaube, zu Harry Potter muss man gar nicht mehr allzu viel erzählen. Und ich muss nochmal den Arm so ein bisschen hochnehmen. Ja, es ist einfach großartig. Es ist eine Wahnsinnswelt und ja, man ist einfach so mittendrin. Und ich denke auch, dass ich jetzt dann vielleicht in der kommenden Woche auch mir die Verfilmung dazu wieder passend anschaue. Das habe ich ja nach dem ersten Teil auch gemacht. Und das ist auch sehr faszinierend, was man alles so ein bisschen vergisst aus den Büchern, wenn es nicht präsent durch den Film da ist. Also es gibt zum Beispiel ein Todestagsfest, was ich großartig im Buch fand,
was es nicht in den Film geschafft hat, wo ich mich nur sehr vage dran erinnert habe. Und das Schöne ist aber dann, wenn man dann doch wieder liest, kommt diese Erinnerung. Und die Bilder sind vor Augen, die man früher auch hatte. Also es ist wirklich ein Lesegenuss und ich freue mich so auf diesen Reread und das ganze Jahr jetzt so ein bisschen zu genießen. Und ja, von daher, da geht es auf jeden Fall dann im Mai weiter. Ja, so ein bisschen parallel hatte ich dann schon zu einem E-Book gegriffen und zwar Wolfsküsse, mein Leben unter Wölfen von Ellie H. Radinger. Ein Buch, das es glaube ich schon mal 2012 gab, es jetzt irgendwie neu aufgelegt wurde, ich vermute mal als Taschenbuch und E-Book. Ich habe das nicht ganz nachvollziehen können, also ja, wie das zustande kam. Ich habe das Buch über den Verlag gefunden und auch von dem zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, ich bin ja ein Fan von Geschichten über Tiere. In der Regel sind das natürlich eher Katzen und Hunde. Ich habe aber ja auch schon so manches Buch ja, über Wildnis gelesen, über Safari gelesen oder ähnliches. Und ich fand das mit den Wölfen super interessant, weil das ja tatsächlich die Menschen gerade auch in Deutschland sehr spaltet, ob man die nun schützen soll oder ob man den Mensch vor den Wölfen schützen soll und ja, was da so in Menschen vorgeht, wenn die da heimlich auf Jagd gehen, also was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und ich fand es sehr spannend, denn die Autorin Ellie Radinger ist eine ursprünglich eine Rechtsanwältin gewesen und ja, hat aber nach der Trennung von ihrem Mann gemerkt, irgendwie ist sie keine gute Rechtsanwältin, denn irgendwie kann sie sich nicht für all ihre Klienten so einsetzen, wie das wohl von ihr erwartet wird. Denn was Unrecht ist, ist eben Unrecht und das darf man halt als Rechtsanwalt nicht unbedingt immer so sehen, denn jeder verdient ja auch eine Verteidigung, selbst jemand, der halt jemanden umgebracht hat. Und ja, sie merkt halt, dass das irgendwie nicht so ihres ist und dass sie damit nicht ja, so richtig in ihr Leben, in ihrem Leben klarkommt und sie, ja, sie wirft ihr gesichertes Leben im Grunde weg und reist in die USA, um dort, ich glaube, es war zuerst in die USA, um dort eben mit Wölfen zu leben, um die zu studieren und ist dazu, glaube ich, erst in einem ja, Gehege, wo eben Tiere, also es ist, glaube ich, kein Zoo, sondern schon ein geschützter Bereich für Wölfe und merkt aber da auch irgendwie, Mensch, sie möchte Wölfe eigentlich in Freiheit kennenlernen. Und ja, so ist sie auf der Suche nach sich selbst und auch irgendwie nach dem Glück in ihrem Leben und möchte sich eben ihre Träume mit Wölfen und da zu leben eben verwirklichen. Und da begleiten wir die Autorin auf eine sehr schöne Weise, wie ich fand. Denn die Autorin schafft es wirklich, ja, uns ihre Sicht auf die Dinge, ihre Sicht aufs Leben, auf die Wölfe sehr, sehr nahe zu bringen und uns mitfühlen zu lassen. Und jeder, der ein Herz für Tiere hat, wird da auch ja, merken, wie sein Herz aufgeht vor Freude. Und man erlebt eben auch oder erfährt auch viele Dinge über die Wölfe, die man vielleicht noch nicht wusste. Und ja, merkt, dass man, also zum einen natürlich ein Wildtier nicht vermenschlichen sollte, was ich sehr gut dargestellt fand, wie es in den Büchern, in dem Buch im Grunde gemacht wurde, in den einzelnen Stationen, die sie unterwegs war. Und sie erzählt halt sehr viel über das Rudelverhalten, über das Verhalten der Wölfe, wie funktionieren diese Rudel, wie funktioniert ein einzelner Wolf, funktionieren, das klingt jetzt so mechanisch, aber was steckt eben dahinter und was ist an all diesen schrecklichen Gedanken, die Menschen über Wölfen haben, überhaupt dran? Und ich fand da drin auch eine sehr schöne Anekdote, dass eine Mutter erzählt, dass sie ihrem Kind jetzt nicht mehr Rotkäppchen vorlesen darf abends, denn das stimmt ja gar nicht, dass es der böse Wolf ist und der frisst auch keine kleinen Kinder. Und ich musste da so lachen, weil auch ich ein totaler Verfechter als Kind von Rotkäppchen war. Ich habe diese Geschichte gehasst. Ich wollte es überhaupt nicht erzählt bekommen haben und ich habe mich mit allen möglichen Menschen, die es hören wollten, als ich Kind war, gestritten und gesagt, so ein Humbug, dass da der Wolf die Großmutter frisst und Rotkäppchen und am Ende schneidet dem jemand den Bauch auf, so ein Quatsch und eigentlich, was mischt sich denn dieses blöde Weib von Rotkäppchen in den Wolf ein, also da soll sie ihn doch einfach lassen. Und ich fand auch, der Wolf und die sieben Geißlein, fand ich auch so gemein,
Ja, also ich hatte scheinbar schon immer ein sehr großes tierliebes Herz. Ich fand solche Märchen wirklich schrecklich und wollte die auch nicht erzählt bekommen. Und ich musste so lachen, als das so darin vorkam, weil ich so dachte, meine Güte, es gibt tatsächlich nur anderen Kindern, denen es so geht. Und das ist ja gut zu hören. Und ich fand das, mir hat das sehr viel gegeben und ich mochte die Geschichte sehr, wie Elli Radinger das im Grunde erzählt hat und wie sie ja auch so ein bisschen das Wolfsein erzählt und was der Unterschied auch so zwischen Wölfen und anderen Tieren und natürlich uns Menschen ist. Und ja, dennoch verbindet uns natürlich gerade so ein Familienrudel sehr, was es ja sowohl dort gibt wie bei uns als Menschen. Und es ist ja toll, wie sie sich auch einsetzt für die Wölfe, wie sie Aufklärung betreibt. Und ich denke, dass das auf jeden Fall sehr lesenswert ist, wenn man dazu ein bisschen mehr wissen möchte. Und wenn man eben einfach so ein Herz für Tiere hat, ich glaube, dann ist das wirklich nicht verkehrt, da einfach mal zu sehen, was kann man vielleicht auch tun, ohne, also, na, ich meine, nicht alle können wir in ein Wolfsreservat gehen und mit Tieren leben, mit Wölfen leben, aber es war sehr faszinierend und es hat mir wirklich gut gefallen und hat mich zwar an mancher Stelle so ein bisschen, war es mir manchmal zu theoretisch und ich hatte auch manchmal so das Gefühl, dass sie eigentlich anders über Dinge denkt, als sie es in dem Buch erzählt. Und ich kann gar nicht das an einem Beispiel festmachen, aber gerade so dieses, wir dürfen Wölfe nicht vermenschlichen. Ich hatte aber ganz oft den Eindruck, dass sie es durchaus so tat und dass sie doch mit dem einen oder anderen Wolf schon auf einer anderen Ebene kommuniziert hat und aber natürlich immer wieder sagt, er bekommt keinen Namen, weil er soll nicht vermenschlicht werden, wir dürfen nicht an ihm hängen und trotzdem hatte man eben manchmal das Gefühl, dass sie an einem einzelnen Wolf hing. Und das hat manchmal nicht so zusammengepasst. Und ich dachte mir, Mensch, hätte sie einfach frei von der Leber weg doch so geschrieben, wie sie es empfindet, hätte ich es tatsächlich noch etwas glaubwürdiger gefunden. Aber es war wirklich eine sehr schöne Geschichte. Und es ist eben auch eine echte Lebensgeschichte, was ich eh schwer finde zu bewerten, weil es ist halt einfach so passiert. Und na, was soll man bei einer echten Lebensgeschichte, das kann man nicht verändern. Natürlich dann, was man daraus nimmt als Mensch. Und in dem Fall auf jeden Fall wirklich sehr tolle Aufklärung über die Wölfe und das Leben mit und von ihnen. Und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ist für Tierliebhaber auf jeden Fall einen Blick wert. Weiter ging es dann oder auch schon parallel lesend haben wir ja, glaube ich, am Wochenende mit Göttin des Todes von Dan Simmons gestartet und haben uns das ja eine ganze Woche vorgenommen. Allerdings, sage ich gleich vorneweg, habe ich nach der Hälfte in etwa abgebrochen. Ich glaube nach 3 oder 4 Leseabschnitten war es für mich einfach vorbei. Ich bin nicht in diese Geschichte gekommen und weiß auch tatsächlich nicht, was mir Dan Simmons eigentlich davon erzählen möchte. Es war, glaube ich, steht vorne drauf, sein Erstlingswerk und ist, glaube ich, auch schon ein ganzes Stück älter. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, von wann das Buch ursprünglich ist. Ja, irgendwie in den 80er Jahren. Also ich habe hier auch diese Ausgabe gebraucht mir gekauft. Ich habe jetzt ja dann noch ein Buch oder 2 Bücher von Dan Simmons auf dem Sub. Aber ich habe gemerkt, das war mein 6. Buch, mal wieder ein gerades Buch, also gerade gelesenes, nach Drood und Flashback, was Buch 2 und 4 war, war fast klar, dass das 6. Buch auch irgendwie nicht sein kann. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja, es ist irgendwie faszinierend. Dementsprechend wird das nächste Buch, was ich lese, wahrscheinlich wieder ein Highlight von ihm. Ja, es geht hier um den Journalisten Robert Luschak, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man ihn genau ausgesprochen hat. Der nach Kalkutta geschickt wird, beziehungsweise dorthin reist, zusammen mit seiner Frau und seinem Kind, um ein Manuskript zu erwerben von einem Autoren, der irgendwie eigentlich tot geglaubt wird, aber es vielleicht doch irgendwie nicht ist und es irgendwie was Neues von ihm da ist und das soll er eben jetzt herausfinden. Allerdings ist Kalkutta ein wahrer Albtraum zu der Zeit, als wir eben dort sind und recht schnell merkt er auch, dass mit diesem Manuskript irgendwas Merkwürdiges vor sich geht und es eben auch eine merkwürdige Religion in Indien gibt, die sich um die Göttin Kali beschäftigt. Das Buch heißt, glaube ich, auch Song of Kali und Kali ist ja sehr eng verbunden mit Indien, mit Kalkutta. Der Name kommt ja auch aus dieser, also
aus dieser Ecke. Und Kali ist eben die Göttin des Todes. Und mit diesem Manuskript, was es da eben enthält, ist es eben wohl möglich, ja, die Göttin im Grunde zu beschwören. Und ja, das ist so, ja, es klingt eigentlich interessant. Es ist ein Horror-Thriller. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der klassische Horrorbuchleser. Ich finde auch tatsächlich, dass Stephen King nicht unbedingt immer Horror ist. Von daher lese ich das immer mal ganz gerne. Hätte mich bei Dan Simmons auch drauf gefreut, weil ja auch zum Beispiel Terror durchaus manchen Horrorelement hat. Und man da natürlich denkt, auch die Kinder der Nacht, ja, auch die waren ja so ein bisschen Horror und hatte sowas Ähnliches einfach erwartet und bin ja überhaupt diesen indischen Religionen, wenn ich es so nennen möchte, auch ein bisschen aufgeschlossen und dachte, ja, vielleicht bekommst du da irgendwie mal was Neues erzählt und einfach mal aus einer anderen Sicht, was ich ja auch immer spannend finde. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Schreibstil von Dan Simmons gar nicht zurechtgekommen. Er hat es geschafft, Kalkutta sehr bildhaft zu zeigen. Es war von den ersten Seiten an sehr düster, sehr eklig, sehr dunkel und einfach widerlich. Man kann es gar nicht anders formulieren. Man hatte wirklich den Eindruck in Kalkutta, wie es da aussehen könnte zu der Zeit, was da vor sich ging. Ich meine, Indien ist heute, glaube ich, noch wirklich ein Chaosland, hat man zumindest als Europäer immer so den Eindruck. Ich selbst war noch nicht in Indien. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht unbedingt die schönsten Ecken unserer Welt, sag ich mal, sind. Wenn nicht, doch spannend deswegen, ne? Aber ich, ja, ohne jetzt irgendwie mich reinzureiten von meinen Gedanken. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Und diesen Eindruck hat man direkt bekommen über Kalkutta, auch über die indische Bevölkerung. Hat mir nicht so ganz gefallen. Wie Robert darüber so gedacht hat, das fand ich an mancher Stelle schon ganz schön rassistisch. Aber das war noch nicht mal das, was ihn unsympathisch gemacht hat. Er war einfach nicht greifbar. Also für mich waren die Charaktere, die wir dort kennenlernten, alle sehr, sehr weit weg von mir. Und ich habe nicht verstanden, was die eigentlich wollten. Ich habe diesen Drang auf dieses Manuskript nicht nachvollziehen können. Und ich habe auch diese Reise nicht verstanden, warum ich da meine Frau mitnehme und mein Baby. Und warum ich die nicht einfach bei den Schwiegereltern in England lasse. Und ich habe so vieles nicht verstanden. Und man hat auch manchmal das Gefühl, man liest und irgendwie dreht man sich wieder im Kreis und man bekommt keine Antworten und es schließen sich 5 Fragen und 10 machen sich auf und irgendwie, irgendwann war ich einfach genervt und ich habe auch gemerkt, dass der Ekelfaktor, gerade bei diesen Opferritualen, das war schon, ja, ganz schön derb. Also es ist mir fast ein bisschen zu viel gewesen und ich konnte ja auch keine Augen zumachen, da es ein Buch ist und es hat mich irgendwie nicht hingezogen und ja, da habe ich dann einfach nach der Hälfte gedacht, nee. Also das waren wirklich so meine Gedanken. Ich habe dann gemerkt, dass ich abends keine Lust auf dieses Buch hatte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach an den Schmerzen und den Medikamenten lag, man weiß es nicht. Aber ich dachte irgendwie, nee, das interessiert dich nicht. Und Dan Simmons hat es einfach nicht geschafft, mir diese Geschichte gut zu erzählen. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht tatsächlich zu dünn ist, mit 320, 40 Seiten vielleicht die komplette Geschichte zu erzählen. Vielleicht ist es auch schwierig, von jemandem, von dem man 20 Jahre später die Bücher feiert, so die Erstlingswerke zu lesen. Ich meine, so geht's oft geht's ja King-Lesern durchaus. Ich nehme ihn einfach mal her, weil auch Stephen King schon so viel schreibt. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass, was eben 30 Jahre her ist, war natürlich eine ganz andere Welt oder 40 Jahre. Seit wie lange schreibt King? Ende der 70er. Und damals waren halt auch die Themen einfach ganz anders. Damals haben einen anderen Dinge beschäftigt, es haben einen anderen Dinge gegruselt, was man ja durchaus ja auch an Gruselfilmen aus den 70er, 80er Jahren kennt. Wenn man sich heute The Fog anschaut mit Jamie Lee Curtis, glaube ich, ja, das ist jetzt nicht mehr so gruselig. Und damals war das aber Horror pur oder Der Exorzist. Oder Tanz der Teufel, der sogar lange Zeit, oder steht sogar noch auf dem Index, wo man sich so denkt, oder Rosemary's Baby, das sind so diese ganzen Klassiker aus den 70er, 80er Jahren. Und wenn man die halt 30 Jahre später guckt, denkt man sich, ja, die Thematik ist zwar spannend, aber es ist erklärbarer, manches Phänomen. Und es ist theoretischer geworden, als es damals einfach war, natürlich durch die Medien und
man ist jetzt halt ein bisschen aufgeklärter als noch vor 40 Jahren, mehr oder besser, ja. Und ich glaube, dass das Buch vielleicht vor 30 Jahren wirklich gut geklappt hat. Mich konnte es leider nicht in dem Band sehen. Ich glaube, viel mehr muss man dazu auch gar nicht erzählen. Ja, es ist schade. Ich hätte gerne wieder so einen Simmons à la Der Berg, à la Terror, à la Kinder der Nacht gelesen, was ja die drei Highlights waren. Und es ist einfach so faszinierend, dass es... Also es gibt kein Okay-Buch von Simmons für mich. Es gibt entweder die Highlight-Bücher, wie die genannten, oder die anderen drei, die ich eben abbreche. Das ist irgendwie komisch. Das muss man mal gucken, wo das hingeht. Aber das habe ich leider abgebrochen. Mal gucken, was wir als nächstes lesen bei Dan Simmons. Ich denke mal, dass wir da uns was für Mai, Juni auf jeden Fall suchen werden. Mai lesen wir ja King. Da lesen wir Sarah von Stephen King, dann vielleicht Juni, Juli. Mal gucken, was wir da finden. Ich habe ja noch Helix da von Dan Simmons. Das sind Kurzgeschichten, soweit ich weiß. Und mal sehen, was da mal irgendwie jetzt als nächstes noch kommen könnte. Der neue Dan Simmons kommt ja erst nächstes Jahr, also 19, habe ich entdeckt auf Amazon oder irgendwo oder bei Random House auf der Seite. Beim Rumstöbern, also es wird auf jeden Fall auch ein neues Buch geben, aber glaube erst März 2019, dauert also noch ein Weilchen. Ja, dann war es Zeit für ein Hörbuch. Ich habe gemerkt, dass mir das unglaublich fehlt. Ich habe ja die Woche vorher diese beiden Inselbücher gehört, die mir ganz gut, also mein Highlight und das andere sehr gut gefallen hat. Und habe dann 4-5 Tage kein Hörbuch gehört und habe wirklich in den Momenten, wo ich sonst Hörbuch hörte, gemerkt, dass mir irgendwas fehlt. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich mich beim Putzen irgendwie dachte, da hättest du jetzt auch was hören können. In der Badewanne oder beim Fertigmachen, ach naja, jetzt guckst du hier Frühstücksfernsehen oder YouTube. Eigentlich wäre ein Hörbuch ganz schön. Ich habe ganz oft gemerkt, wie dieser Gedanke so kreiste, ach, so ein Hörbuch wäre jetzt was Schönes. Und dann dachte ich gerade, wie es mir Mittwoch also wirklich gar nicht gut ging, dachte ich, jetzt hörst du einfach wieder Hörbuch. Und ich hatte mir ja den ersten Teil der Cain und Abel-Reihe von Jeffrey Archer besorgt über Audible. Der zweite Teil ist hoffentlich schon auf dem Weg zu mir. Und ja, ich dachte mir, Jeffrey Archer konnte mich mit der Clifton-Saga so begeistern. Gucke ich doch mal, was seine beliebteste Trilogie, soweit ich weiß, zu bieten hat. Es ist ja eine vom Autor überarbeitete Fassung aus den 1970er Jahren. Es gibt wohl auch eine Serie dazu, eine Kurzserie, soweit ich weiß. Und ja, fängst du einfach mal an. Der erste Teil hat über 700 Seiten und auch knapp 20 Stunden Hörzeit. Und wird gesprochen von Richard Behrenberg, ich habe den Namen wieder verdrängt. Ich schreibe es wie alle Infos zu den Büchern unten in die Infobox. Wir starten hier zu einer Zeit, Anfang 1900 irgendwas, ich habe schon wieder verdrängt. Und wir treffen auf Abel Rosnowski, der in Polen aufwächst, dort aber im Grunde nicht zu seiner Familie gehört und dann bei einem Baron aufgezogen wird, mit dessen Sohn er sich sehr, sehr anfreundet und befreundet. Und irgendwann kommt die russische Allmacht, nimmt Polen ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es geschichtlich noch nicht recherchiert, ob das alles so stimmt. Bin ja nicht der größte Fan von Kriegsgeschichten, von daher war das so der Moment, wo ich dachte, ach, wo bist du jetzt nur wieder hingelandet? Oder hingekommen und ja gut, ich habe das zum Glück hat das nicht allzu lange gedauert. Und wir begleiten ihn in Kriegsgefangenschaft und dann auch auf seine Flucht, dann eben auf Umwegen von der Türkei, dann eben auch nach England bis in die USA. Und gleichzeitig treffen wir auf den jungen William Cain. Und William Cain verliert sehr früh seinen Vater und ist so ein kleines Mathe-Rechengenie, der schon in jungen Jahren sich darum kümmert, wie sein Vermögen, das er vom Vater mit 21 erben wird, eben noch größer wird. Und auch er verliert dann mit 16, 17 relativ jung den Rest seiner Familie und irgendwann treffen diese beiden Charaktere im Grunde aufeinander und das
ja, klingt jetzt nach Husch Husch, aber das wird in einem wunderbaren Sprache wieder erzählt. Das sind sehr ausführliche Lebensgeschichten. Natürlich haben wir wieder einige Nebengeschichten und Dinge, die eben passiert, wie dann eben natürlich auch die große Wirtschaftskrise in den USA und ja, natürlich so diese verschiedenen Konflikte, die zu diesen Zeiten im Grunde schon aufkommen. Und ja, man muss ehrlich sagen, es packt mich nicht so, wie es die Clifton-Saga geschafft hat. Bei der Clifton-Saga war es ja wirklich, nach der ersten Stunde war man in den Bann gezogen. Hier hat es tatsächlich schon 3-4 Stunden Hörzeit gebraucht. Gerade, glaube ich, nachdem dann einfach dieses ganze Kriegsgedöns, sage ich jetzt mal so lapidar, vorbei war, dachte ich, okay, jetzt kann die Geschichte losgehen. Es hat mich an mancher Stelle verwirrt, wie schnell die Zeiten vergangen sind. Also 3 Jahre Gefangenschaft im Nu rum und gleichzeitig irgendwie eine Überfahrt von 5 Tagen hat gefühlt vom Zeitraum viel länger gedauert. Wir erfahren natürlich und merken, wie die beiden Männer, Jungs, älter werden, zu Männern heranwachsen, wie da Familien gegründet werden, was da alles passiert, was in der Umgebung der Jungs, Männer passiert. Und das, finde ich, das kann Jeffrey Archer einfach wunderbar erzählen. Also wie er es in der Clifton-Saga geschafft hat, wirklich diese langen Zeiträume zu erzählen, diese Charaktere erwachsen werden zu lassen, das schafft er in Cain und Abel auf jeden Fall auch. Und es ist auch einfach sprachlich sehr schön erzählt vom Sprecher und es macht tatsächlich Spaß, da einfach zuzuhören. Es ist nicht ganz so persönlich und nahegehend, wie es die Clifton-Saga war. Das muss man einfach sagen. Man hat nicht ganz so einen Bezug zu diesen beiden Charakteren. Es wird so ein bisschen auf Distanz gehalten. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an mir liegt, ob das am Erzählerischen liegt, ob das vielleicht einfach die Geschichte mit sich bringt. Dazu muss man jetzt vielleicht auch einfach noch den zweiten Teil abwarten oder dann auch den dritten, der, glaube ich, im Mai erscheint oder Juni. Und ja, aber es macht Spaß. Also ich höre gerne, ich höre wieder sehr bewusst. Ich nehme das Hörbuch wieder überall mit, wenn ich zum Arzt laufe, wenn ich im Wartezimmer warte, immer mit Stöpsel im Ohr. Und auch wenn ich eben auf der Couch liege, bevor da Fernsehen läuft und irgendwas läuft, höre ich eben Hörbuch. Oder wenn ich eben auf dem Balkon sitze, zum Entspannen und ja, da überall Hörbuch. Und das klappt sehr, sehr gut. Lesetechnisch zum Buch gegriffen habe ich jetzt dann tatsächlich seit Donnerstag gar nicht. Es fehlt so ein bisschen, aber ich merke, dass ich mit links Bücher halten eben gar nicht kann. Es zieht sofort den Nacken-Schulterbereich hoch und zieht wirklich bis in den Kopf. Das geht einfach gar nicht. Und nur mit einer Hand ein echtes Buch lesen geht schwer. Ich überlege jetzt schon, weil ich mit 1-2 meiner E-Books sehr liebäugle, die ich sehr spannend fände, ob ich jetzt mal zum E-Book-Reader greife. Aber denke mir, solange ich ein Hörbuch habe, kann ich eben auch Hörbuch hören. Ja, was für eine Logik. Ja, dementsprechend ja, nutze ich dennoch meine Zeit, insofern man das so nennen kann, eben mit einem Hörgenuss. Und ich ja, freue mich auf jeden Fall aufs Weiterhören von Cain und Abel und finde einfach, Jeffrey Archer kann einfach schreiben, wie ich finde. Also ja, das Kriegsthema hätte ich nicht gebraucht und ich befürchte jetzt schon, da wir jetzt, glaube ich, in den 20er, 30er Jahren sind, 1930er, dass wohl auch der Zweite Weltkrieg irgendeine Rolle spielen wird, was ich mag es einfach nicht. Es tut mir leid, ich weiß, ihr habt es schon so oft gehört. Ich hoffe, dass das auch nur so nebenbei behandelt wird, wie es jetzt beim Ersten Weltkrieg der Fall war und wie es auch in der Clifton-Saga der Fall war. Ich glaube, dass Jeffrey Archer diese Effekthascherei mit Weltkriegsgeschichte eigentlich nicht braucht und klang jetzt auch ganz schön böse, ne? Aber ja, ich glaube, er kann einfach eine Geschichte erzählen, ohne darüber zu sprechen. Aber ja, jetzt fällt mir gerade ein, dass das doch gar nicht stimmt, dass ich zu keinem Buch gegriffen habe, denn ich habe durchaus zu einem echten Buch gegriffen. Das war es jetzt im Übrigen mit den Büchern der Woche. Zu Cain und Abel natürlich dann nächste Woche ein bisschen mehr, wenn ich das Buch auch beendet habe. Und mal gucken, ob ich dann direkt weiterhören kann und das Hörbuch in CD-Form dann bei mir auch angekommen ist. Und ich habe durchaus zu einem Buch gegriffen, nämlich Freitag und Samstag zu, ja, Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert. Und ich spreche ihn jetzt einfach mal Englisch aus, denn die Geschichte spielt in den USA und deswegen ist es bei mir Harry von Joel DeCare. Keine Ahnung. Es soll ein
ist, glaube ich, ein Schweizer, soweit ich das jetzt herausgefunden habe, mit Hilfe, ja, das ist hier die nächste Geschichte, genau, die Geschichte der Baltimores ist das nächste Buch von unserem Autor. Ich weiß jetzt gar nicht, steht hier irgendwas über den Autor, ich habe tatsächlich noch gar nicht groß gegoogelt. Sehr untypisch für mich, weil ich durchaus immer wissen möchte, woher ein Autor oder so kommt. Aber, ja, soweit ich weiß, ist er, also aus dem französischen Bereich der Schweiz kommt Joel Dicker. Und ja, dieses Buch lesen wir seit Freitag, dem 13. im Leseclub. Und der Anfang der Story hat mir schon auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin sehr gespannt, was es mit Harry Quibert auf sich hat, was es mit Marcus auf sich hat, der hier eben auch ein Autor ist, was es mit Nola, die eben verschwindet in diesem Vorort Aurora an der Ostküste der USA. Und ich bin einfach neugierig, was hier passiert. Wir lesen ja 2 Wochen an diesem Buch. Von daher werdet ihr in den nächsten beiden Bücher, ach, das war blöd, werdet ihr in den nächsten 2 Bücherwochen auf jeden Fall ein bisschen was davon noch hören. Nächste Woche ist dann ja so Halbzeit und übernächste Woche ist es dann theoretisch zu Ende gelesen. Und ja, da hört ihr dann auf jeden Fall, wie es mir gefallen hat. Und ja, dementsprechend habe ich doch zu einem Buch gegriffen, wenn auch nur 40, 50 Seiten und dann wieder zum Hörbuch. Ja, das geht dann doch ganz gut. Das Buch kann man sich dann schön irgendwo hinlegen und lesen und es ist nicht ganz so unhandlich, wie es ein Hardcover ist. Ja, serientechnisch habe ich am Wochenende und auch zu Beginn der Woche eine Reihe betrübliche Ereignisse zu Ende geguckt, zumindest die 2. Staffel. Nach wie vor bin ich mir irgendwie unschlüssig, was ich von dieser skurrilen Serie halten soll. Sie hat mich in den Bann gezogen, ohne dass ich es erklären kann. Ich muss es wahrscheinlich mir auch gar nicht selbst erklären. Ich bin einfach ein Riesenfan von Graf Olaf, gespielt von Neil Patrick Harris, der das einfach grandios macht und die Kids, die einfach großartig sind und es macht einfach Spaß, so diese Geschichte zu sehen und ja, also na, da kann man nicht meckern. Ich habe jetzt wirklich diese 2 Staffeln angeguckt und bin sehr gespannt auf die letzte und wohl auch abschließende Staffel im nächsten Jahr. Ja, Terror, The Terror auf Amazon Prime habe ich noch nicht weitergeguckt. Das sind ja seit Dienstag oder Mittwoch alle 10 Folgen online der ersten Staffel. Und mir haben ja die ersten 5 Folgen sehr, sehr gut gefallen. Bei uns ist aber der Frühling ausgebrochen und ich muss ehrlich sagen, wenn draußen die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, habe ich irgendwie nicht das passende Gefühl, um auf die Terror zurückzukehren und mich da minus 30 Grad hinzugeben und dem düsteren, mysteriösen eben im Eis, also im kalten Eis. Und ich hoffe einfach mal auf den ein oder anderen Regentag in nächster Zeit und ich denke mal, dass ich dann wahrscheinlich auch die Serie weiterschauen werde. Ansonsten habe ich serientechnisch zumindest nichts weiter geguckt. Diese Woche haben wir mal abends Die Insel angesehen, ein grandioser Science-Fiction-Thriller, würde ich es schon nennen, von Regisseur Michael Bay, der ja durchaus bekannt ist. Und ich bin ja ein riesen Ewan McGregor-Fan und ich mag auch Sean Bean und ich liebe ihn auch hier in dieser sehr, ach, machtgeilen Rolle. Und Ewan McGregor ist einfach großartig. In der Insel geht es ja darum, dass den Überlebenden in einem Institut gesagt wird, dass nach einer Kontamination, spricht man das so aus? Kontamination, es ist ja ein wunderbares Wort. Also nachdem die Katastrophe auf der Erde passiert ist, dass es eben immer mal wieder Überlebende gibt und ja, die im Grunde in dieser Institution wohnen. Meine Güte, was ist denn heute los? Ich schiebe es auf die Medikamente. Und wir treffen hier eben auf Jordan 2 Delta und Lincoln 6 Echo, die eben da wohnen, wohlbehütet und dann aber herausfinden, dass alles eigentlich Lug und Trug ist und dass sie im Grunde nur Produkte sind, Klone sind und als Ersatzteillager herhalten sollen. Und das auf eine wirklich geile Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Zudem liebe ich den Soundtrack. Für mich ist das ein Soundtrack, der mir beim Lesen immer wieder unterkommt, den ich also super gerne auf Spotify höre, wenn ich lese, weil es kein gesanglicher Soundtrack ist und eben die Melodie so episch, groß und grandios ist. Und ich, wie gesagt, bin ein Fan von Ewan McGregor und Scarlett Johansson und ja, da macht der Film sehr, sehr viel Spaß und unterhält einen über 2 Stunden auf jeden Fall sehr gut, ist ab 16 und
Ja, weil er an mancher Stelle schon sehr brutal auch ist, wie ich finde. Also, zumindest ich sehe das. Ist zwar schon ein bisschen ein älterer Film, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, 2006, tatsächlich schon 12 Jahre alt. Aber nichtsdestotrotz schaue ich den immer wieder gern und fand den wirklich toll. Ja, sonst ist serienfilmtechnisch nichts weiter passiert. Nein, ich habe tatsächlich dann Donnerstag, Freitag, wie ich krank war, sehr viel Hörbuch gehört und ja, auch so ein paar YouTube-Videos mir angeguckt über den Chromecast am Fernsehen. Das geht ja ganz gut über die Handy-App. Und ja, wenn man halt so auf der Couch rumlümmelt, dann das bleibt einem anders übrig. Ich gucke gerade, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Nein, habe ich nicht. Ja, das war die Bücherwoche aus dem Krankenlager sozusagen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es täglich mal ein bisschen aufwärts geht, dass ja, es irgendwie jetzt mal besser wird und spätestens dann der Orthopädentermin in etwas über einer Woche da ein bisschen Aufschluss gibt, was da im Nacken-Schulterbereich los ist, ob irgendwas los ist oder ob es einfach nur, ja, keine Ahnung, etwas hoffentlich Normales, Banales ist, was man irgendwie ja schnell und leicht therapieren kann, damit einfach das Leben wieder in normalen Zügen ja, funktionieren kann und man nicht schmerzgeplagt nachts nicht schlafen kann. Und ja, diese Spritzen sind jetzt auch nicht gerade das, was man sich so jeden Tag wünscht oder jeden zweiten Tag. Und ja, das war es aber von mir und ich hoffe, ihr hattet trotz der etwas weniger euphorischen Steffi, sage ich mal, und auch mit einem abgebrochenen Buch diese Woche Spaß bei meiner Bücherwoche. Vielleicht wollt ihr ja ein bisschen erzählen, was ihr gelesen habt, was ihr gesehen habt, ob ihr gerade eine tolle Serie euch anschaut. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und natürlich auch, ob ihr beim Harry Potter Reread dabei seid und wie euch der zweite Teil dann auch gegebenenfalls gefallen hat. Und ob ihr beim Leseklubbuch dabei seid. Immer alles gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Und danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.